Findest du gut, dass die SPD eigentlich gewonnen hat? Naja, es hätte schlimmer laufen können. Ja, ich bin schon mal vor die Grünen an die Macht gekommen. Das muss echt nicht sein. Ach, die hatten ja schon Umfrageverluste seit Anfang des Jahres irgendwann. Mai oder so dann spätestens. Naja, das Ding ist halt, die meisten sind halt direkt zurückgeschreckt, seitdem es auf einmal hieß, bei den Grünen Gras soll legalisiert werden. Ach ja. Das hat die, glaube ich, ein bisschen runtergemacht bei vielen Leuten. Aber vorher war das doch auch schon immer mit Gras legalisieren. Ja. Das ist ja auch der Punkt, wo sich FDP und Grüne jetzt einig sind, als erstes. Ja, aber es wird mal interessant, wenn mal eine andere Koalition zustande kommt, als immer nur GroKo. Und in Deutschland gab es bisher noch nie eine Dreierkoalition. Ey, meine Spitzhacke ist schon wieder so fast kaputt. Kriege ich auch eine gesponsert? Nein. Aber ich bin doch der Bürgermeister. Weißt du trotzdem nicht, ne? Ich bin der King, der wahre King. Hä, aber eigentlich ist es doch so, wenn man Bürgermeister ist, kann man... Der wahre King, und wenn du dich gegen mein Programm stellst, kommst du in den Knast. Hä? Was? Wir sind doch hier in einer Demokratie, deswegen wurde ich doch jetzt auch so demokratisch gewählt. Das ist eine Diktatur. Nee, ist mir nicht bekannt. Ich habe gerade allein entschieden, wer Bürgermeister wird, weil ich es zu meinem Nutzen ziehe. Ja, aber du hättest dich dann doch selber aufstellen müssen, weil sonst hast du ja dann nicht mehr das Sagen, weißt du? Ich hab das Sagen an, ich will, wo ich will und wie ich es will. Aber der Bürgermeister steht über dem King, deswegen sag ich jetzt hier, wo es lang geht. Nein. Du willst mir sagen, wo es lang geht, okay, ein Haus wird drunter bleiben. Ein TNT. Und ich darf keine Explosion. Nein! Doch eins. Bitte, hör auf! Eins muss sein, eins darf, dass du so frech bist. Hä, wieso denn? Bitte nicht, ich hab alles so schön dekoriert. Eins, in der Mitte vom Haus. Ach bitte hört doch auf, als wäre das jetzt ein Muss. Das ist doch jetzt, wir können doch verhandeln. Mob Griefing True, dann könnt ihr TNT explodieren. Junge, ey, das ist doch nur noch Troll. Na, zum Glück. Hast du es mal verstanden? Ah, sind ja irgendwo Item Frames? Nee. Wollte ich eigentlich auch noch platzieren in die Kisten, aber habe ich irgendwie nicht so wichtig. Ach, genau in die Mitte. Oh nein, das schmerzt. Also nicht bei den Kisten. Doch, in den Kisten jetzt hier. Nein, nicht! Nicht, dann lieber oben beim Glas. Nein, nicht, hör doch auf! Ach, bitte, bitte nein! Oh. Ey, ich hatte so Angst, ich hatte nämlich keinen Wassereimer dabei, der ist einfach leer. Junge, wie unnütz. Leg den Teppich in meinen. Ja. Ach, ich kann ihn nicht aufsammeln wegen den scheiß Seeds. Hä, der ist jetzt weg, der Teppich. Oh, super. Es wird irgendwie ewig dauern, den wieder zu craften, weil das immer so nervig ist. Cheat doch ein. Ja, das, dann geht's. Warum ist das nervig? Ich wollte es hier, hier sind 10.000 rote Blumen in der Eisenfarm. Ja, es ist aber alles so das komische Zusammencraften und so, und dann willst du ja auch nicht zu viel machen, sondern nur so viel, wie du brauchst, weil den Rest brauchst du eh nicht. Ich meine, wo willst du schon mal roten Teppich irgendwo anwenden? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Wieso war der hier auf einmal? Der ist falsch. Ach ja, genau, das war ja nur so. Ach, jetzt wirkt es so dunkel auf einmal. Kann natürlich von dem Holz da oben kommen. Aber normalerweise gibt es natürlich keinen Schatten oder ähnliches in Minecraft, nicht in der Form. Erstmal was essen hier. Ich glaube, ich brauche noch Steinziegel. Aber ich weiß irgendwie noch nicht, ob ich bis zum Ende der Staffel schaffe, mein Haus fertig zu bauen und generell alles. Schaffst du ja, musst du langsam mal vorankommen. Ich hätte irgendeinen unnötigen Berg von Shandy, aber auch halt lieber mein Haus fertig bauen. Ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ich will halt auch immer hier so richtig kreativ sein. Ach shit, das war jetzt schon wieder falsch, da hätte ich die andere Hacke nehmen müssen. Ich habe halt auch immer volles Inventar und so. Kommt der ganze Mist jetzt wieder hin? Habe ich noch Steinziegel-Slaps? Ah ja, hier unten. Hä, was lachst du? Was machst du schon wieder? Hä, was hast du da hingebaut? Hier entsteht meine Stadt, ja. Ah, hier hinten habe ich nicht mal eine richtige Abgrenzung. Das ist alles richtig billig. Oh nee. Ach komm, nicht. Ist es dir recht, wenn ich mich wehre? Ja. Ja, schaff's ja eh, gell? Ich greife jetzt an, wenn du jetzt nochmal verlierst, dass dein Haus sprengen, dann musst du bei RW einziehen. Was? Nein! Hör doch auf, mein schönes Haus! Du musst gegen mich gewinnen, weil sonst darf ich ein Haus sprengen, er ist bei RW ein. Nein! Komm, willkommen, ich kämpfe mit der Schaufel. Ja toll, jetzt geht unsere ganze Rüstung für sowas kaputt. Kommst du in Schaden? Ja, also es macht schon Schaden, die Schaufel. Jetzt hol das Schwert raus. Oh shit. Ah, oh, immer zwischendurch mal mit dem Schwert. Och nein! So. Hör auf! Bitte mach das nicht! Wie viele Herzen hast du noch? Wie Herz ich noch hatte? Noch 8,5. Hä, wie? Das gibt's doch nicht. Hast du irgendwie OP-Apfel drin gehabt oder was? Oder ist mein Schwert so schlecht? Wenn du irgendwas abbaust, gibt's Ärger. Oh nein! Bitte, was machst du denn? Nicht doch! Da unten!
Nicht! Oh nein, da wurde waterlocked! Oh, scheiße, weil das alles Slaps sind. Oh, so, jetzt eine nachkommen zu stoppen, ich hab extra auf die Ecke geachtet. Ja. Oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das war. Na gut, die Workbench stand hier einfach nur random. Ach, oh, zum Glück. Was kann mit dem Wasser passiert? Das ist unten durchgesuppt, weil das Slaps sind hier oben. Deswegen fließt das so durch. Das war ja auch in Void 3. Ne, in Void 3 nicht. In Tiny Aura 4 und 5 das Problem schon. Ist halt übelst dumm. Was haben wir vor? Jedenfalls bin ich langsam echt müde, Mann. Ja, ich würde sagen, wir beenden mal hier. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, ciao.